Ich glaube, mit solchen restriktiven Maßnahmen erreicht man wenig. Wir müssen vielmehr das Angebot in unserer Stadt an Wohnungen erhöhen. Wir haben jetzt mittelfristig die Perspektive, auf dem US-Gelände etwas zu bewerkstelligen. Das wird aber noch 2 bis 3 Jahre dauern. Deswegen haben wir ja unsere wohnungsbaupolitische Offensive in Gang gesetzt, die damit begann, dass man auf dem Gelände des TV 1860 neue Wohnungen geschaffen hat. Dann wird die Wunderburg mit dem ehemaligen Glaskontorgelände folgen. Das Schäffler-Gelände ist eine echte Option, auch das Meisel-Gelände in Bamberg-Ost. Und durch diese Vergrößerung des Angebots sollte es uns gelingen, der Wohnungsnot zu begegnen.